So, wir sind an der Tankstelle. Los geht's. Wir sind alle tot. Boah, durch das Auto durch. Easy peasy, kein Problem. Boah, zieh den Knie-Headshot. Easy. Oh lol, ich muss aber mal ganz schnell groß. Weiter! Oh, blöd, Sniper. Weiter! Eldritch ist weiter vor! Wo ist er denn? Wo hast du gesagt? Wo war er denn? Okay. Weiter! Wo ist er denn? Was laberst du denn? Irgendwo da oben oder was? Oh, der macht mich verrückt. Ah, hier, guck mal. Du bist doch die Munition, nur bitte. Bitte! Gehen wir rein jetzt hier? Der gute Porsche. Komm, schmeiß eine Granate. Das ist, glaube ich, gar kein Porsche, oder? Bagger. Hier. Ah, da kommt er wieder. Da kommt Weed, der alte Tuner, wieder durch. Der kennt sich aus. Ist da einer die Treppe runtergefallen? Verstanden. Wir sehen uns danach für die Extraktion. Eldritch, gehen die Option. Komm, Mason. Was die halt alles für Autos fahren hier, what? Geht nicht. Hier ist es. Töte diesen Wichser. Ah! Oh, oh. Kein Problem, easy. Er ist erledigt. Mason, wir brauchen ein Bild von Eldritch. Für CIA-Familienalbum. Verräterkapitel. Tschüss! Ich brauch Fokus. Ich brauch Fokus. Komm schon. Hab das Foto. Gut, verpissen wir uns von hier. Was ist das denn? Nicht mal Fokus dran oder was? Ich brauch doch noch Hinweise. Ich brauche doch noch Hinweise. Warte. Für das Passwort. Hier. Besorg die Munition. Werde beschossen. Muss beidrehen. Ach, verdammt. Unser Taxi. So, ihr habt euch echt den Falschen rausgesucht, Leute. Ihr habt euch den Falschen rausgesucht. Für Hinweise ist es zu spät. Wieso? Oh. Habe ich wieder irgendwas überlesen? Ja, Naja. Können wir eigentlich mal
Wie wäre es denn, wenn wir das machen hier? Newtube. Er mag ja nur machen. Komm, in eine Gänge hier. Ich dachte, man sollte die Hinweise in der Mission besorgen. Fahrzeuge nähern sich vom Highway. Ziemlich heiß da unten. Wir nehmen euch oben auf der Tankstelle auf. Scheiße. Nach rechts, nach rechts. Ist doch gut, ich komm doch schon. Schrei mich doch nicht an, Mann, ey. Oh, was sehe ich da? Hallo. Alter, was? Alle dead da drüben? Ah ja, war kein Problem. Los, schnell auf das Dach zur Aufnahme. Alle dead? Oh Gott, Woodsman! Geh in Deckung. Okay, ich bin in Deckung. Warum sind eigentlich alle im Bandwurz jetzt? Was machst du da? Du schießt doch auch mal! Na los, lass dein Granat! Runner, du! Headshot! So, alle dead? Kein Problem. Nochmal schnell Munition mitnehmen. Und rauf die Leiter. Woods, wie bist denn du da hochgekommen jetzt schon? What the fuck? Spring rein, Mason. What the fuck? Wie wär's, wenn sich das Ding in Bewegung setzt? Sehr gut, Bruder. Eldritch hätte wissen müssen, dass wir hinter ihm her sind. Sehr gut, Bruder. Aber es kann halt nicht jeder ein verdammtes Genie sein. Sorry, wenn wir über Funk reden, bitte immer am Ende Ehre. Wenn wir schon Bruder reinhauen, dann Ehre. So, das war eine Nebenmission. Und jetzt können wir die Diskette... Nee, oder? Wir haben ja keine Beweise. Ach du Scheiße. Eldritch. Oh nein. Shit, wo kann ich denn jetzt noch Beweise sammeln, ey? Oh, fuck. Operation. Der MI6 hat das letzte Jahr damit verbracht, eine Gruppe Sowjetagenten aufzuspüren, die in diverse europäische Regierungen eingeschleust wurden. Diese Agenten könnten strategisch positioniert sein, um einen größeren sowjetischen Plan für Europa zu realisieren. Vor kurzem haben wir bei einer Operation Informationen über die Struktur der Gruppe erlangt. Sie wird von drei nicht identifizierten Agenten geleitet. Ihr Betreuer ist der sowjetische Major Vadim Rudnik. Er wurde zuvor mit Perseus in Verbindung gebracht. Wir haben Rudniks Position und können vorgehen. Aber wenn wir nicht vorher seine drei leitenden Agenten identifizieren, riskieren wir, nicht alle eingeschleusten Agenten zu erwischen. Schau dir die Liste mit Verdächtigen hier an. Beweise, die du bei Missionen findest, helfen die drei Agenten zu identifizieren. Wir sollten rausfinden, wer sie sind, bevor wir gegen Rudnik vorgehen. Ja... Okay, aber das heißt jetzt, ach, guck mal hier, da steht dann sogar... Oh, Dizzy, du bist aber auch echt ein selten dämlicher Vollidiot, oder?
Du bist aber auch wirklich ein selten dämlicher. Was heißt denn jetzt? Neue Ways. Okay, was darf ich denn jetzt machen und was darf ich nicht machen? Objekte gesammelt, 1 von 1. Julio Bell Lentatus. Ah, wenn ich die jetzt mache, dann fallen alle anderen auch weg. Sehe ich das richtig? Ich mache jetzt einfach mal die Mission. Volkov ist der Anführer der russischen Mafia, die sich nach dem Bau der Mauer in Ost-Berlin breit gemacht hat. Der Kerl hat Beziehungen zu Kartellen in ganz Europa und Amerika. Ihn zu neutralisieren schadet nicht nur Perseus, sondern dem Syndikat weltweit. Er ist ein großer Fisch. Und hier ist unser kleiner Fisch. Franz Kraus. Laut MI6 einer von Volkovs Informationskurieren. Er hat für morgen Abend eine Übergabe mit Volkov vereinbart. Wir gelangen mit der U-Bahn nach Ost-Berlin. Eine verlassene Haltestelle auf der anderen Seite der Mauer ist unser Zugangspunkt. Wir beobachten Kraus, sobald er die Stadt betritt. Wenn Volkov sich blicken lässt, wird er getötet oder festgenommen. Ich muss mal kurz eine Frage stellen, weil dafür war ich zu jung. Wann Dia-Projektoren damals teuer? Also war das irgendwie so ein Luxusding? Oh, wir sind in Ost-Berlin. Da kenne ich mich aus. Ich brauche eine gute Currywurst. Bitte stellen Sie kein Gepäck auf die Sitze. Warum so traurig? Du bist schwanger. Das sind tolle Neuigkeiten. Warum bist du traurig? Ich weiß nicht, aber irgendwie ist mir nicht weh dabei. Edler, der hintere Wagen ist leer. Wir können loslegen. Hör nicht weiter auf deine Mutter. Sie hat nur noch den Atomkrieg im Kopf. Das ist verrückt. Ist es das? Oh, da fällt mir ein, ich habe noch so einen richtigen, schönen, geilen Bratwürste. Stimmt. Wir waren lange auf und haben mit dem Vetter meiner Frau gefahren. Er ist gerade aus Ost-Berlin geflogen. Unfassbar. Die sehen übrigens heute immer noch so aus wie U-Bahn. Wir haben Grenzschützer unter uns. Ist das sobald der Zug abbremst, springen wir beide ab. Park, Laser. Fehler. Ihr fahrt noch weiter. Gibt's Fehler noch? Bell und ich finden Kraus. Okay. Der Zug bremst ab. An die Arbeit. Okay. Gibt's Fehler heute noch? Bin da gar nicht so im Bilde. Okay. Und los geht's. Und hopp. Vorsicht. Ostdeutsche Wachen patrouillieren noch diese verlassenen Stationen. Ostdeutsche Wachen. Patrouille voraus. Wir können den Zug nutzen, um vorbeizuschleichen. Oder wir schießen die einfach. So ein U-Bahn-System würde ich auch mal interessant finden. Also mal zum Ansehen und gucken. Schalten wir ihn lautlos aus. Vorsichtig. Schön langsam. Vorrücken. Ist die nächste Patrouille. Hier entlang. Hier geht es raus. Was ein Zufall, dass gerade ein Zug gekommen ist. Hey! Scheiße! Was ist hier los? Mir. Ich arbeite für die Bahn. Ich suche eben meinen Ausweis. Das ist Sperrgebiet. Sie sind verhaftet. Runter auf den Boden! Halt! 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 Jetzt! Was zum... Sehr gut. Machen wir hier sauber. Körper verstecken, einfach in eine dunkle Ecke gelegt. Ach ja. Kraus sollte bald am Kontrollpunkt sein. Gehen wir rauf aufs Dach. Als alter Hitman-Kenner ist das so... nicht so gut.
Park, Lazar, sind fast in Position. Verstanden. Na los, hier lang. Aber ich freue mich echt auf Hitman dieses Jahr, ne? Dieses so halbe, dreiviertel Jahr für Variety, also nicht Variety Stream, fehlt schon ein bisschen. So einige Games. Adler, du lauf doch mal, Mann! Lauf doch mal schneller! Eins muss man ihnen lassen. Abriegeln können sie. Das ist halt wirklich krass, wenn man sich überlegt, Leute, dass das früher halt wirklich legit so ausgesehen hat. Das hat früher legit wirklich so ausgesehen. Also falls irgendwie, wo ich das gerade sehe, ich weiß nicht, ob schon mal jemand am Potsdamer Platz war in Berlin. Da kann man ja noch gut sehen, wo die Mauer früher lang ging. Ich kann mich noch dran erinnern, da war ich sehr, sehr jung, in den 80ern bin ich da mal lang gefahren mit meinem Vater damals. Das war echt abgefahren. Also das war wirklich sehr abgefahren. Da gibt es auch sehr schöne Filme, die man sich da diesbezüglich mal angucken. Es gab zwei Mauern. Ich weiß, dass es zwei Mauern gab. I know. Ah, hier ist er. Behalte den Kontrollpunkt im Auge. Kraus kann jeden Moment dort sein. Such Kraus mit deiner Kamera. Hey, Devs, moin. Verdammt, Kontrollen sind noch schärfer als sonst. Wenn sie Kraus festhalten, verpasst er sein Treffen mit Volkov. Beim Kontrollpunkt. Der mit dem Aktenkoffer. Ist er das? Was? Ein Aktenkoffer? Was ist das denn? Warum hat er denn Brot hinten drinne? Gute Arbeit, das ist er. Das ist Kraus. Warum hat der denn im Kofferraum 300 Kilo Brot drin? Ich habe übrigens seit gefühlt 3 Wochen kein Brot gegessen. It's weird, man. Park, Kraus hat eben die Mauer passiert. Statusbericht. Ich bin mit Lazar beim Evakuierungspunkt. Wir warten auf euch. Verstanden. Der Bruder hat Wurst im Auto. Wahrscheinlich Nazi. Angeblich trifft Kraus Volkov in der Kneipe über die Straße. Hudsons Informantin ist drin. Hat einen blauen Schirm bei sich. Ich behalte die Straße im Auge. Die Informantin? Bell, finde die Informantin. Hab ich. Wie schön, dass Sie es geschafft haben. Greta. Kraus ist am Tisch über meine rechte Schulter. Guten Abend, mein Herr. Was darf ich Ihnen bringen? Eine Berliner Weiße, bitte. Ich verstehe laut und deutlich. Also warten wir auf Volkov. Hudson hat nicht viel verraten. Sie sind hinter Volkov her?
weiß. Der Mann ist wie ein Geist. Ich schätze nicht mehr als einen Tag. Was wissen Sie über diesen Kurier? Kraus ist ein Ex-Stasi, aber lassen Sie sich nicht von seinem Äußeren täuschen. Der Mann ist ein Mörder. Einer meiner Informanten wurde bei einer Durchsuchung 2 Blocks von hier festgenommen. Die Stasi wird annehmen, dass weitere in der Nähe sind. Ich bitte Sie um einen Gefallen. Er wird der Folter nicht lange standhalten. Wir müssen ihn retten. Oder ausschalten. Sie finden ihn hier. Dankeschön. Achtung, Bell, ich glaube, Volkov kommt rein. Wo ist Volkov? Was ist Ihnen gefallen? Gehen Sie nach Hause und warten Sie auf unseren Anruf. Ort und Zeit werden neu bestimmt. Wir kümmern uns um Ihren Schatten. Bell, wir haben Ärger. 2 Stasi-Leute gehen rein. Oh-oh. Raus da, sofort! Okay. Verdammt. Gehen Sie durch die Toiletten. Ich halte Sie auf. Okay, ich muss ganz kurz auf Klo. Ich habe meinen Bildschirm nicht abgeschlossen. Wo ist meine Maus hier? Ach ja, die üblichen Probleme. Hallo? Jungs, ich muss ganz dringend auf Klo. Spiel, was tust du? Okay, wir sind drin. Wer kotzt denn hier wie ein Baller? Team, neuer Plan. Wir treffen uns bei Kraus Wohnen. Er bleibt unser Ticket zu Volkov. Öffnen Sie die Tür, sofort! Tarnung. Bleib versteckt, um nicht entdeckt zu werden. Feinde werden alarmiert, wenn du das rote Symbol blinkst, okay? Ich wohne gleich über den Platz. Ich brauche mehr Zeit. Wir waren auf dem Heimweg. Triff Lazar und Park ohne mich. Nee. Ich melde mich, wenn ich kann. Ich bleib heute Nacht bei meinem Freund. Wir hatten ein paar zu viel in der Kneipe. Sie beide, Ihre Papiere. Schon gut, schon gut. Aber Sie können meine Wohnung von hier aus sehen. Ich frage nicht noch einmal. Was soll? Vorsicht, Bell. Die Stasi ist überall. Ich tue Ihnen nichts. Ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Maja, möchte ich ihn einfach schießen? Kommen Sie jetzt raus! Ich bitte Sie nicht noch einmal! Ist er weg? Vielen Dank. Ich bleibe, glaube ich, so lange hier, bis die Stasi weg ist. Wo bist du denn? Ist der eine Pfahl? Lol, hat der eine Pfahl gehabt? Tatsächlich, ey. Ganz schön Apparat, Krieg 6. Ach, hier ist er. Hallo. Okay, ich sehe halt gar nicht durch gerade. Ich bin komplett, um auch mal wieder ein schönes Jugendwort einzubringen, lost. Triff mich im Gebäude gegenüber deiner jetzigen Position. Errege kein Aufsehen, wir haben schon genug Ärger. Ich hab gar nichts versucht. Wir sehen so etwas. Hartlecker? Entweder führen Sie etwas im Schilde oder schätzen die Situation nicht allein. Wir haben nichts bei mir gefunden. Was soll ich denn vorgehabt haben? Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidu. Ich bin vorbeigelaufen. Ist das verboten? Ich habe gar nichts versucht. Jetzt ist es so etwas. Weder fällt dir etwas im Schädel, oder schätzt die Situation völlig falsch ein. Wir haben nichts bei mir gefunden. Was soll ich denn vorgehabt haben? Es muss doch einen Grund geben, dass Sie hier nachts an unseren Polizeiwagen erinnern. Verdammt! Alles gesichert. Wir gehen mal noch nach dem Informant gucken, oder?
Waffenfeuer! Wo ist er denn? Komm ich hier durch? Ich brauche Hilfe! Okay. Wir haben es halt nicht hingekriegt. Power Ranger Dice hier, Pack. Hat nicht ganz so gut geklappt. Dann müssen wir halt ein bisschen auf den Putz hauen hier. In good old East Germany. Ich wollte leise machen. Hi. Wenn du das unauffällig nennst, helf uns Gott. Folge mir. So, es gibt keine Zeugen mehr. Es gibt keine Zeugen. Sei still, sonst verpfeifen uns die Anwohner noch. Ist im Elektrogeschäft direkt gegenüber von Kraus' Wohnung. Ich wollte ihr ein Würstchen aus dem Braunbär mitbringen. Aber die haben schon geschlossen. Park ist gleich voraus. Was ist denn das für eine random Information? Ich wollte ihr ein Würstchen mitbringen. Na dann. Zurück. Vor ein paar Minuten hat ein Wagen bei Kraus' Wohnhaus gehalten, aber ich konnte nicht sehen. Moment. Kraus telefoniert gerade. Bell, Augen auf Kraus. Oh, mir die Nase gerade, du. Was denkst du, Lazar? Klingt, als ob Volkov Kraus Aktenkoffer will. Mit einem Peilsender führt er uns direkt zu Volkov. Einer von uns kann sich in Kraus' Wohnung schleichen. Ihm und seiner Frau aus dem Weg zu gehen, wird schwieriger. Bell übernimmt. Du dabei ist, sehe ich mich draußen um nach. Ungebetenen Gästen. Warum muss... Beobachte du uns von hier aus. Ich zeig dir meine Schokoladenseite. Reizend. Warum muss ich das denn jetzt schon wieder machen?